Da sind wir wieder zurück bei MTV Brandneu und machen weiter mit einem besonders heißen Thema. Es ist ja so, dass die Briten uns alle paar Monate eine Band rüberschicken, die dann die neue, größte Rockband des Planeten ist. Und jetzt ist es wieder soweit. Dieses Mal heißen sie Kaizer Chiefs, benannt übrigens nach einem südafrikanischen Fußballverein, stehen im Moment mit ihrem Debütalbum Employment in den UK-Charts auf Platz 3. Und sie werden sehr gerne gemeinsam mit Franz Ferdinand in den Mund genommen. Und das ist auch gar nicht zu Unrecht so, denn gewisse Ähnlichkeiten sind wirklich nicht zu übersehen. Und wer sie gerne mal live sehen möchte, kann das tun. Und zwar entweder als Support Act von U2 im Berliner Olympiastadion oder aber ganz intim und wahrscheinlich das allerletzte Mal in so richtig schönen, schnuckligen kleinen Live-Clubs vom 1. bis zum 6. Mai. Und zwar in Berlin, in Hamburg, in Köln und in München. Hingehen lohnt sich. Die Herren drücken gewaltig. Ihr werdet es erleben. Hier sind sie nämlich. Kaizer Chiefs und Oh My God. Geile Nummer, die Jungmeister der Selbstinszenierung Mando Diao und God Knows. Die Single erscheint übrigens am 2. Mai. Das Schöne daran, es ist eine EP und neben dem Song sind noch 3 weitere Songs drauf, die nicht auf dem Album sind. Auch schön ist, Mando Diao werden sich in diesem Sommer auf diversen Festivals tümmeln. Unter anderem sind sie dabei auf der MTV Campus Invasion in Regensburg, kommen dann aber auch direkt im Oktober schon wieder auf die nächste Hallentour, ebenfalls präsentiert von MTV. So, jetzt kommen wir zum letzten neuen Clip der heutigen Sendung. Der kommt von Juli. Und die haben sich gedacht, perfekte Welle, geile Zeit, hat alles super funktioniert. Hauen wir direkt nochmal die nächste Single raus. Regen und Meer heißt sie. Und fürs Video haben sie sich einen hervorragenden Protagonisten ausgesucht, nämlich Oliver Koritke. Super Typ, Riesenschauspieler und bekannt aus Funk und Fernsehen, neuerdings auch als Präsentator von Pimp My Fahrrad. Es wurde eine Entführung inszeniert, eine wichtige Entführung, die tatsächlich stattgefunden hat. Aber welche? Das verrate ich euch nicht. Ich sage nur, jetzt kommt Juli und außerdem sage ich auch noch Tschüss.